Hallo und herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Heute möchte ich Ihnen ein wichtiges Buch von mir vorstellen, nämlich den motivationalen Enneagramm-Typentest. An anderer Stelle hatte ich bereits des Öfteren erwähnt, dass ein solcher Test, so gut er auch konzipiert sein sollte, immer auch an gewisse Grenzen stößt, die letztlich in der eigenen Persönlichkeit des Getesteten liegen. Wie viele von Ihnen wissen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, studiere und erforsche ich das Enneagramm schon seit vielen, vielen Jahren. Immer aus meiner eigenen Motivation als Therapeut heraus, den Enneagramm-Typ meiner Patienten zuverlässig bestimmen zu können, um ihnen dann im Rahmen der Enneagramm-Homöopathie möglichst das passendste homöopathische Heilmittel verordnen zu können. Beim Enneagramm bzw. bei der Typbestimmung nach dem Enneagramm geht es primär immer um die meistens tief verborgene Grundmotivation eines Menschen, die zu Anfang einer Therapie weder ihm noch mir als Therapeuten offensichtlich ist, sondern erst durch eine intensive homöopathische Anamnese nach und nach offengelegt werden kann. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit meinen Patienten, welche für mich mit Abstand die besten Lehrmeister waren und sind, und meinen bereits erwähnten Enneagramm-Forschungen der letzten Jahre, ist dieses Buch namens Motivationaler Enneagramm-Typentest entstanden. Anhand von insgesamt 100 Fragen aus 100 verschiedenen Lebens- und Themenbereichen ist es mit diesem Buch interaktiv möglich, sich der Wahrheit über den eigenen Enneagramm-Typ zumindest sehr stark zu nähern, in vielen Fällen sogar sich selbst in einem der neuen Enneagramm-Muster erkennen zu können. Mit dem motivationalen Enneagramm-Typentest sind Sie in der Lage, Ihren Enneagramm-Typ sicher und zuverlässig bestimmen zu können. Würde ich allerdings behaupten, dass sich mit diesem Enneagramm-Test, so gut er konzipiert ist, der jeweilige Enneagramm-Typ immer absolut und hundertprozentig zuverlässig und damit garantiert sicher bestimmen lässt, dann entspräche diese Aussage jedoch nicht ganz der Wahrheit. Denn theoretisch kann ein Test noch so gut konzipiert sein, in der Praxis der Anwendung stößt man bei allen noch so guten Enneagramm-Testen auf ein wesentliches, von vielen Testanwendern leider oft nicht wahrgenommenes zentrales Hindernis. Und das ist das wahrnehmende subjektive Bewusstsein jedes Menschen mit einer mehr oder weniger verzerrten Sichtweise, welches mehr oder weniger bewusst die Welt wahrnimmt. Als Menschen unterliegen wir ohne Ausnahme einer gewissen Subjektivität und jeder Mensch blickt aufgrund seines sogenannten blinden Fleckes für die eigenen psychologischen Anteile unbewusst durch die Brille seines eigenen Enneagramm-Typs, wodurch sich die eigene Wahrnehmung mitunter stark verzerren, verfärben oder verändern kann. Diese leider bei jedem Menschen und Testanwendern variable Unschärfe kann allerdings so gut wie möglich durch eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Fragen aus allen möglichen Lebens- und Themenbereichen, wie sie hier in diesem Typentest mit insgesamt 100 Testfragen vorgefunden wird, minimiert werden. Auf diese Weise liefert Ihnen dieser motivationsbezogene Enneagramm-Typentest damit sozusagen einen der wichtigsten Schlüssel zur Selbsterkenntnis über Ihren Enneagramm-Typ und gleichzeitig über Ihre wahre Motivation als Mensch. Der zweite Hauptschlüssel zur Erkenntnis Ihres eigenen Enneagramm-Typs heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit ist wie immer im Leben auch bei diesem Test der Schlüssel zu einem möglichst zuverlässigen Testergebnis. Seien Sie also bei der Beantwortung der 100 Testfragen dieses Enneagramm-Typentest ist sehr ehrlich, versuchen Sie sich so bewusst wie nur möglich im sogenannten Hier und Jetzt zu sammeln, um die Fragen gewissenhaft und wirklich korrekt
nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Kein anderer Mensch wird sie dabei stören. Keiner hört ihre Geheimnisse. Seien Sie also während der Testphase bitte sehr ehrlich zu sich selbst. Ja, seien Sie möglichst Sie selbst. Und nehmen Sie sich wirklich genügend Zeit und versuchen Sie nicht so schnell wie möglich das Testergebnis zu erhalten, sondern freuen Sie sich still auf das Ergebnis am Ende, was erfahrungsgemäß am zuverlässigsten ist, wenn man auf dem Weg dorthin nicht den Kopf und damit die Bewusstheit für den Augenblick verloren hat. Bedenken Sie, der Weg ist das Ziel. Schaffen Sie sich also vor Beginn einen möglichst störfreien Raum und arbeiten Sie sich langsam und nicht zu zielorientiert durch diesen motivationalen Enneagramm-Typentest. Nur dann werden Sie einigermaßen wertfrei zu einem verlässlichen Testergebnis kommen. Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang zum Beispiel, vor jeder Frage einen bewussten, tiefen Atemzug zu nehmen und sich innerlich für die anstehende Frage so achtsam und ungestört wie möglich zu öffnen. Tief einatmen, lange ausatmen und sich im Ausatmen möglichst entspannen. Denn die nächste Einatmung kommt ohnehin mit Sicherheit, auch ohne die eigene Willensanstrengung. Dabei richten Sie Ihre Aufmerksamkeit, Ihr waches Bewusstsein am besten auf den Atemvorgang an sich. Das nur als kleiner, hilfreicher Hinweis. Aus diesem Zustand heraus beginnen Sie dann, ein Verständnis für jede der einzelnen Fragen zu bekommen, und das reicht dann auch vollkommen aus, um ein gutes, brauchbares und vor allem zuverlässiges Testergebnis zu erhalten. Einige Fragen werden leichter, einige schwieriger zu beantworten sein. Bitten Sie im letzteren Fall, also wenn es schwieriger wird, durchaus auch Ihnen vertraute, anvertraute Personen um Mithilfe. Dieser sorgfältig konzipierte Typentest nennt sich motivational, beruht also grundlegend auf der menschlichen Motivation. Denn zur korrekten Bestimmung des Enneagrammtyps ist es absolut notwendig, die wahre, essentielle Grundmotivation eines Menschen zu bestimmen. Und sie ist häufig, ja fast immer, unbewusst und muss durch diesen Test dann halt immer bewusster werden. Dazu kann man die rein psychologischen Handlungs- und Verhaltensmuster eines Menschen eben nur bedingt heranziehen, wie ich schon öfter betont habe in den Videos, sondern man muss die hinter und unterhalb der Handlung liegende sogenannte intrinsische Motivation herausfinden. Und das kann man sehr gut durch diese Testfragen. Aus diesem Grund gilt in Enneagrammkreisen auch der Ausspruch, das Verhalten ist nichts, die Motivation ist alles. Die meisten Enneagramm-Typenteste basieren allerdings primär darauf, das Verhalten eines zu typisierenden Menschen in den Fokus zu rücken, sodass es immer wieder zu Fehltypisierungen kommen muss. Bei diesem motivationalen Enneagramm-Typentest liegt der Fokus der 100 Testfragen hingegen auf den unterhalb des Verhaltens liegenden motivationalen Grundstrukturen der Persönlichkeit, also auf dem Warum der spezifischen Verhaltens- und Handlungsmuster von Menschen. Und das macht diesen Test zu einem besonders zuverlässigen Typentest zur Bestimmung des eigenen Enneagramm-Typs. Wenn ein Enneagramm-Test den Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben möchte, dann ist es also mit Sicherheit ein motivationaler Typentest, weil er eben die tieferen Beweggründe eines Menschen mit berücksichtigt. Dennoch sollte man sich nicht blind auf das Testergebnis verlassen, denn ein solcher Test kann niemals perfekt sein, auch wenn man sich das noch so wünscht. Erst von Mensch zu Mensch, gegebenenfalls im Krankheitsfall noch durch die Verordnung des entsprechenden Enneagramm-Heilmittels, kann der Enneagramm-Typ meines Erachtens sicher
und zuverlässig bestimmt bzw. verifiziert werden. Daher sollte das Testergebnis immer unter einem gewissen Vorbehalt gesehen werden. Auf der anderen Seite kann das Ergebnis dieses Enneagramm-Typentestes dem Leser durchaus zuverlässig einen Weg aufzeigen, in gewisser Weise die Spreu vom Weizen zu trennen, um das Ergebnis nachfolgend auch durch weitere Selbsterkenntnisprozesse zu bestätigen, zu verifizieren. Die Zuverlässigkeit des Testergebnisses dieses Enneagramm-Tests steht im direkten Zusammenhang mit der eigenen Fähigkeit zur objektiven Selbstreflexion und der damit eng verbundenen Bereitschaft zur Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Bedauerlicherweise besitzt jeder Mensch, auch der noch so bewusste, wie schon zu Beginn dieses Videos erwähnt, mehr oder weniger den altbekannten blinden Fleck für eigene Bewusstseins- und Seelenanteile. Bei der Durchführung dieses Testes sollte uns das jedenfalls ständig bewusst sein, denn auch dieses Bewusstsein selbst führt dann zu genaueren, zuverlässigeren Testergebnissen. Möchten Sie also, dass das Endergebnis Ihres Testes ab Seite 69 kann man das auch auswerten. Also wenn Sie möchten, dass es möglichst zuverlässig ist, dann bekennen Sie Farbe und haben den Mut, zu sich selbst so ehrlich wie nur möglich zu sein. Ja, also der Test besteht aus 68 Buchseiten und zum Durcharbeiten benötigt man, wenn man sich Zeit lässt, durchaus einige Tage. Ab Seite 69, wie gesagt, enthält das Buch dann insgesamt 5 Auswertungstabellen mit genauer Anleitung, sodass Sie diesen Test mehrmals durchführen können oder aber auch anderen Menschen ausleihen können, damit diese den motivationalen Enneagramm-Typentest ebenfalls durchführen können. Und am Ende, auf den letzten Seiten 73 bis 87, finden Sie in diesem Büchlein dann noch eine kurze, prägnante und vor allem dynamische, darstellende Beschreibung der 9 Enneagramm-Typen zum vertiefenden Studium, damit man alle Typen noch einmal kurz studieren kann. Das Buch enthält darüber hinaus noch 2 sehr wichtige und umfangreiche Übersichten, die für meine Bücher ja charakteristisch sind, weil gerade diese Übersichten erlernte Inhalte bildhaft, intuitiv und analog darstellen und somit das zentrale Enneagrammwissen noch lebendiger und tiefer vermitteln können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse am Enneagramm und vielleicht bis zum nächsten Video.